Hallo Leute, hier ist Maxwell und ja, Überraschung auch noch mit dem Teil 2 des GML Recaps für diese Woche. Razer ist leider verhindert, deswegen muss ich den Teil jetzt auch noch übernehmen und ja, ich würde sagen, wir legen einfach los. Okay, wir sind aktuell in Clash Warriors und gucken uns zuerst den Angriff von der Abriss GmbH an. Da haben wir den Lokutus, der einen Queen Walk macht. Auf der anderen Seite wird er mit einem Golem was machen, da ein bisschen funneln, ein paar Devs rausnehmen. Und dann hat er Hawks. Also ziemlich interessanter Plan. Ich fand den Plan ziemlich cool. Ich habe den Angriff eben schon kurz geguckt. Und ja, von daher kann man auf jeden Fall, denke ich, was von lernen. Es war ein Lava-Hound in der Clanburg, das ist natürlich ein bisschen belastend. Die Queen-Ability, da hat er irgendwie gezuckt, weiß ich nicht, die wäre noch nicht notwendig gewesen an der Stelle, aber hat sie trotzdem benutzt. Ja, Lava-Hound verlangsamt das Ganze ein bisschen, aber er ist sehr, sehr schnell durchgekommen durch den Lava-Hound, hat ihn schnell getötet. Und die Mauerbrecher haben zwar gesessen, aber die Queen geht nicht rein. Auf der anderen Seite haben wir jetzt den angesprochenen Golem, der halt dort alles wegtankt. Mauerbrecher und Bowler. Funnel nicht ganz perfekt. Der King geht leider außen rum, aber die Bowler gehen zum Glück alle rein und können dann hier die Tesla-Farm holen und auch noch den gegnerischen King. Von daher cooler Plan, so auf zwei Seiten, sag ich mal, auf der einen Seite ein KS zu haben, auf der anderen Seite die Queen. Und dann hat er halt die Möglichkeit mit den Hawks einfach durch die Mitte zu gehen. Da gibt es auch jetzt kein großes, ja, spezielles Deployment. Die setzen einfach alle auf eine Stelle. Das ist auch so in Ordnung natürlich. Wie ihr jetzt sehen könnt, haben halt oben, hat oben das Kill Squad da aufgeräumt und die Hawks haben jetzt einen schönen Pfad durch die Mitte. Die Queen holt hier unten noch zwei Magiertürme, was natürlich sehr gut ist für einen Hawk-Angriff, weil Magiertürme auf jeden Fall ja, für einen Hawk-Angriff nicht gut sind, beziehungsweise viel Schaden machen können an einem Hawk-Angriff. Und der letzte Magierturm wird gewone-shottet, weil die ganzen Hawks da sehr schnell dran sind. Der Magierturm war vorher abgelenkt. Jetzt stehen nur noch zwei Kanonen, ein Bogiturm und der hat noch einen Heilzauber in der Tasche gehabt. Sehr, sehr guter Angriff. Overkill hier vom Lokutus auf den Talana von den Clash Warriors. Sehr gut gemacht. Und ja, Cleanup ging auch schnell, weil so viele Truppen überlebt haben. King überlebt, Queen überlebt, Full Health und dann sehen wir irgendwie so acht Hawks ungefähr oder sieben Hawks, die auch überlebt haben. Also sehr, sehr gut gemacht. Damit gehen wir rüber zur Clash Warriors Seite und wir sehen den Angriff auf Nummer 13. Da haben wir Khaleesi, der hier Marcus Aurelius angreift. Also ja, paar bekannte Persönlichkeiten auf jeden Fall innerhalb dieses Angriffs. Wir haben einmal Game of Thrones gegen einen alten Römer. Interessante Geschichte. Jedenfalls ist es ein Queen Charge Laloon. Wir haben einen Riesen am Start. Ich schätze mal, der wird tanken für Mauerbrecher. Sehen wir gleich, was er damit machen wird. Ja, diese Lücke hier in der Base, dieser natürliche Funnel, wie man sagt, der sieht natürlich sehr gut aus für einen Queen Charge. Guter Value auch, da von dort aus zwei Air Defenses erreichbar sind und natürlich die gegnerische Queen sowie auch die Clanburg. Ja, da braucht er, glaube ich, nicht lange überlegen, was für einen Angriff er macht auf die Base. Auf der anderen Seite haben wir einen kleinen King Bowler Walk. Die halt hier auch noch mal ein bisschen aufräumen, da irgendwie einen Bogiturm holen, einen Magierturm und dann wahrscheinlich noch einen Bogiturm. Clanburg ist ein Drache mit Loons. Joa, kann man machen, muss man aber nicht. Drache Loon stirbt in einem Gift und dann hat er noch einen Rage für die Queen benutzt, weil sie gleichzeitig noch ja, Point Death auch abbekommen hat. Der King ist fast down. Ich weiß nicht, ob er die Ability. Okay, zündet er jetzt relativ spät, war aber noch in Ordnung. Ich bin immer ein Freund davon, sehr früh die King Ability zu zünden, weil. Das einfach, weil sonst das einfach sein kann, dass der King stirbt, bevor der Rage-Effekt überhaupt vorbei ist. Aber in dem Fall hat das für die Tesla-Farm sich so ein bisschen aufgehoben, die da hinter der Mauer war, hat gewartet, bis der King fast durch die Mauer durch war und somit eine sehr gute King-Ability. Quatsch, die Queen nimmt den Tesla noch raus, geht dann aufs Rathaus. Leider X-Bogen wäre besser gewesen, den wird sie sich aber danach holen. Laloon ist jetzt schon, ja, halb durch die Base eigentlich. Im Uhrzeigersinn von 12 Uhr Richtung 3 Uhr zu 6 Uhr. Und da gibt es nicht viel DPS. Er hat noch drei Zauber in der Tasche, die kann er alles swaggen. Also Overkill hier von Khaleesi, sehr, sehr cool gemacht. Ein Heal, ein Rage, ein Haste in der Tasche und dann noch ein bisschen Cleanup. Der Riese kommt Backend rein zum Cleanup. Okay, alles klar. Keine Ahnung, wofür der geplant war, aber lief offensichtlich ziemlich gut für ihn. Also sehr schöner Angriff gewesen hier vom Khaleesi. Und das Ergebnis, ein Sieg für die Clash Warriors 69 zu 64. War das?
Nee, okay, ich dachte, 75 Sterne wären Perfect War gewesen. Dachte, es wären 70 Sterne. Ich weiß auch nicht, wie ich auf 70 Sterne komme. Mit welcher Kriegsgröße will man 70 Sterne erreichen? Das ist unmöglich. Nein, also jedenfalls 5-Sterne-Sieg für die Clash Warriors. Sehr überzeugender Sieg gegen die Abriss GmbH. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und der Abriss GmbH wünscht mir natürlich nächste Woche nochmal viel Glück. So, inzwischen sind wir angekommen in Dark Kingdom und wir gucken uns den Krieg an, den sie hatten gegen Pax Primal. Da haben wir den S-Rache von Pax Primal, der Marcel angreift. Und es ist ein Warhol-Angriff. Go-Warhol offensichtlich. Ein Level 6 Golem aus der Klammburg, der alles wegtanken soll, was irgendwie kommt. Funnel mit Babydrachen und Magiern. Hier oben hat es nicht ganz geklappt. Das dunkle Lager steht noch. Das war einfach zu nah an der Air Defense dran. Da sollen wir mal schauen, wie er das hinkriegt. Ah, okay, er kriegt den dunklen Bohrer weg mit dem Magier. Das ist natürlich gut. Mauerbrecher sind am Start und brechen die richtige Mauer auf. Damit sollte die Queen wenigstens reingehen. Golem targetet jetzt die Mauer. Jetzt switcht er das Target, weil er durch den Jumpspell in die Mitte reinkommen kann. Queen müsste jetzt schnellstmöglich die Clanburg mal weghauen. Gift, okay, Doppelgift, sehr gut. Die Lakaien sterben auf jeden Fall schon mal alle. Was macht die Queen? Was macht sie? Läuft weg vom Drachen. Ja, das ist natürlich belastend. Die Walküren, die tun sie nicht so gut meistens mit Drachen töten. Das ist ein bisschen schwierig. Die kommen nicht so weit in die Luft. Naja. Sorry, Leute. Kleiner Hustenanfall. Ich hoffe, das war nicht so schlimm. Er improvisiert einfach und fängt mit den Hawks an. Warum auch nicht? Die Queen. Ja. Queen läuft jetzt so um die Außenseite rum, hinter den Walküren her. Gut, die Walküren tanken natürlich alles weg. Das ist natürlich angenehm. Und da kommen noch mehr Hawks. Er hat noch einen Heal in der Tasche. Die Hawks werden aber jetzt erstmal keinen Splash-Damage bekommen. Die Queen lebt ja auch noch. Was soll das denn? Jawohl, jetzt holt die Queen die gegnerische Queen. Das ist auf jeden Fall gut. Zack, Queen ist down. Da kommen noch mehr Hawks. Jetzt muss der Heal bald kommen. Der Bomb Tower. Ja, sehr guter Heal. Das hat er. Oh, die Riesenbombe tat natürlich auch weh. Tja, aber er hat noch Walküren und Walküren sind OP, wissen wir alle. Ne? Walküren sind in der Lage, hier den Rest der Base zu tanken, zu holen, was auch immer. Der Tesla, der wird auf jeden Fall da von den Walküren noch geholt. Der Magier dahinter, der macht natürlich auch nochmal dann über die Mauer später ein bisschen Schaden, wenn die Magiertürme näher kommen. Und ja, die Queen lebt auch noch. Hat zwar ihre Ability nicht mehr benutzt, aber Magiertürme machen ja nicht so viel Schaden, von daher alles gut. Die Walküren holen ja die letzten Trash-Gebäude außen, offensichtlich noch der Magier. Ein Schuss auf den Magierturm. Zwei, drei und sogar der vierte auch noch. Und da ist der fünfte. Ist der Magierturm down? Magier schlägt Magierturm. Man sieht es nicht oft, aber man sieht es. Und der Magier holt sogar noch den Elixiersammler. Und ja, das war's. Also spannend bis zum Ende. S-Rache mit dem Triple gegen Marcel von Dark Kingdom. Und für Dark Kingdom gucken wir uns ein 10 vs. 11 an, habe ich mir sagen lassen. Glücklicherweise war der Razer noch in der Lage, mir noch ganz fix die Angriffe zu übermitteln, die ihm von euch als Anführern mitgeteilt wurden, die ins Recap sollen. Es war sehr, sehr knapp. Es hätte fast nie mehr geklappt, denn ich habe heute eigentlich gar keine Zeit, das zu tun. Aber was macht man nicht alles für die GML, ne? Um an der Stelle mal ein bisschen zu schleimen. Nein, es passt noch gerade so rein, da bin ich ehrlich. Ich hätte es aber wirklich fast nicht geschafft. Hätte er jetzt irgendwie eine Stunde später oder so Bescheid gesagt, dann wäre es GG gewesen. Hätte es für die GML heute, also für die zweite Hälfte heute, kein Recap gegeben. Aber es hat noch gerade so gepasst. Ich war dann auch in der Lage einzuspringen. Das ist natürlich nicht die ideale. Ja, der Idealfall, aber so ist es manchmal. Ja, wir haben den Raged Gobo Funnel hier, wie ich ihn jetzt inzwischen nenne. Ich soll sagen, immer wenn das passiert, ich soll immer sagen, es ist von DLZ erfunden. Wer weiß, ob wir wirklich die Ersten waren, die das mal gemacht haben. Jedenfalls ist das ziemlich gut für 10 vs. 11. In dem Fall war der Funnel dann mit den geragten Bowlern ja, einfach, sage ich mal. Da ist der Heal-Spell. Oh, er hat noch mehr Bowler, die in der Klarenburg waren. Die gehen auf Dubogis und dann gehen sie rein. Ja, die Queen läuft auch so ein bisschen hin und her. Macht ihr Ding. 34% erst, aber er hat noch zwei Babydrachen, zwei Loons. Damit wird er wahrscheinlich dann Backend irgendwie noch was machen. Rathaus fällt auf jeden Fall. So viele Bowler in der Mitte und die nehmen nicht mal Schaden da teilweise. Sie sind außer Range von der Kanone. Also Base-Design weiß ich auch nicht so richtig hier. Ja. Könnte besser sein, sagen wir einfach mal. Die Queen holt zwischendurch noch richtig Prozente, macht schon alleine die 50% fast voll, holt dann noch zwei, drei Gebäude in der Ability. Babydrache unberührt hier oben, das hat man auch selten bei Rathaus 11 Basen. Oh, zwei Teslas hier oben, interessant. Werden aber diesen Raid nicht helfen.
Hier sehr schön wie im Trophy-Push-Modus der Babydrache, der tankt. Die Bogies hier, den Magierturm, den Bogenturm snipen natürlich. Die Bogies, nein, die Loons, die den Bogenturm snipen. Mein Gott. Schon so viel aufgenommen heute, Leute. nein, alles gut. Also, Orang-Utan. Orang-Knutang. Orang-Knutang. Haut den Ganja mal richtig weg hier, 57%. Und ja, da sind wir. 54-44, der Sieg für Dark Kingdom mit 10 Sternen. Nie in Gefahr gegen Pax Primal. Und ja, ich würde sagen, wir gehen über in den nächsten Krieg. Jawohl, nächster Krieg, schon geht's los. Ich bin in Team Blue und ich darf euch den Angriff zeigen. Auf die Nummer 20 von Nordic Company. Wir haben AS, der die Rose angreift von Nordic Company. Es ist ein Queen Charge Babydrachen Angriff. Okay, sehr, sehr cool. 12 Babydrachen, also kein einzige, also nicht sehr viele verschiedene Truppen hier für diesen Angriff. Ist natürlich schön, ist entspannt. Braucht man sich nicht so viele Gedanken machen. 3 Rage, ein Jump, den braucht er auf jeden Fall, um an die letzten beiden ADs ranzukommen, ist klar. Er geht in beide Sweeper rein. Okay, das wird interessant, sage ich mal. Das ist eigentlich, denke ich, eine relativ belastende Geschichte mit einem Queen Charge. Aber wir werden mal schauen. Ich bin natürlich, macht es so ein bisschen inzwischen auch auf Rathaus 9, aber noch nicht so richtig dolle viel. Von daher mal schauen, wie er das macht. Zwei Sweeper, die Healer nach hinten. Jetzt wird's gleich so richtig schlimm, würde ich denken, mit den Sweepern. Mal schauen, wie er das handelt. Klamburg ist Baby, also von daher auch eine gefährliche Klamburg, was die DPS angeht, aber hat nicht viel gerissen hier jetzt gegen die Queen. Der erste Sweeper ist schon down. Okay, das ist natürlich sehr gut. Hat die Queen mit der Ability geholt. Er sendet noch einen Healer rein. Interessant. Ich weiß nicht, wofür die ursprünglich gedacht waren. Vielleicht für King Bowler Walk irgendwie noch oder so. Keine Ahnung. Mal schauen, was er mit dem King machen wird. Da bin ich auf jeden Fall auch interessiert. Ah, okay, wir haben einen Golem in der Clanburg. Okay. Der soll die Queen tanken, vermutlich. Oder was ist der Plan? Wir werden es rausfinden, Jungs. Das ist immer das Schöne. Wir werden es rausfinden. Der Golem wird, denke ich, auf jeden Fall den Magierturm da weghauen. Den Bogenturm weghauen. Okay, dann haben wir noch einen Magier, King, die dahinter reinkommen. Mauerbrecher. Okay, der Golem hat getankt für die Mauerbrecher. Das war der Sinn der Geschichte. Tesla Farm Backend ist auf jeden Fall belastend mit Babydrachenangriff. Aber er hat noch 4 Stück in der Tasche. Er hat noch einen Heiler. Er könnte sogar, denke ich, den Heiler vielleicht. Setzt er auch auf die Queen. Alles klar, setzt er auch auf die Queen. Alles gut. Oh, da waren 2 schwarze Bomben. Ja, okay, das ist natürlich klar. Oder kann man dran denken, wenn man an den ganzen Air Defenses vorbei chargt, kann man damit rechnen, dass irgendwo wahrscheinlich schwarze Bomben sein werden. Deswegen wahrscheinlich die 6 Heiler. Also deswegen, ja. Cooler Plan. Ist mir so, habe ich in der Form, in der Ausführung, glaube ich, noch nie gesehen. Mit 6 Heiler und sonst nur Babydrachen, bis auf halt so ein Magier und dann ein bisschen Funnel da, und ein paar Mauerbrecher. Sehr cool auf jeden Fall. Mal wieder was Neues, was Interessantes, was Spannendes, was Frisches. Gucke ich mir gerne an. Danke auf jeden Fall da an, wer war das? Ich gucke mal gerade in Discord. Ach, das war AS selber, der mir seinen Angriff hier gepostet hat, dass wir den nehmen sollen. Vielen Dank auf jeden Fall da an AS nochmal für die Kooperation, für die Hilfe. Auf sowas bin ich auf jeden Fall angewiesen, Leute, dass ihr mir solche Angriffe zeigt, weil ich, wie gesagt, ich habe selten Zeit, die ganzen Replays zu gucken. Ich bin ja jetzt, also heute zum Beispiel bin ich in 10 verschiedenen Kriegen oder 9 verschiedenen Kriegen, weil der eine Krieg findet ja nicht statt zwischen, wer ist das? Die LA All-Stars haben keinen Krieg, weil das eine Team ja rausgeschmissen wurde, disqualifiziert wurde, wie auch immer. Ja, jedenfalls danke dafür fürs Heads-up, sage ich mal, für die Info. Wir sollen uns diesen Angriff angucken, wurde mir gesagt. Das ist der Angriff von Hannes auf AS, also AS offensichtlich mit mehreren Accounts hier im Krieg auch mit dabei. Ist natürlich cool, ich mache das auch gerne. Ist ein 10v10 mit Queen Charge, Queen War, Queen Charge hier auf die Nummer 3. Kleiner Funnel, die Queen läuft jetzt Richtung 3 Uhr. Er nimmt den Tesla da raus. Interessantes Tesla. Okay, da sind 2 Teslen. Okay. Queen tankt für die Mauerbrecher. Die Mauerbrecher haben kein Problem, die Mauer aufzumachen. Guter Freespell, hält die Queen so gerade am Leben. Hielt die jetzt wieder auf voll, dann wird er gleich wahrscheinlich die Ability benutzen müssen. Nein, muss er gar nicht. Muss er doch? Ja, doch, muss er doch. Dachte, die Queen kriegt es vielleicht so hin. Klanburg hat eine Hexe, 2 Hexen und einen Babydrachen. Interessant. Sehen wir nicht oft, immer eine kleine Überraschung, aber ansonsten dann halt relativ leicht zu Queen chargen im Vergleich zu einem Lava-Hund jedenfalls. Wir haben 6 Walküre in diesem Angriff.
Die sind definitiv dafür bestimmt, den zweiten Inferno hier zu holen. Da wird irgendwie ein Jump wahrscheinlich hier gesetzt gleich. Ja, außen die Mauerbrecher. Und dann wird der Jump jetzt jeden Moment kommen. Wo ist er? Wo bleibt er? Da ist er. Öffnet natürlich das Inferno-Compartment. Rage. Valkyren One-Shotten alles im Rage. Riesenbomben sind ein bisschen belastend, aber alles gut. Der Inferno ist down gegangen. Der King hätte den Inferno gar nicht getargetet. Der King holt sich die gegnerische Queen. Wow, cooler Angriff. Also wirklich sehr, sehr gut gemacht vom Hannes. Sieht richtig, richtig glatt aus, wie er das macht. Wir haben X-Bogen auf Boden. AS, was kannst du uns dazu sagen? Intel Alunmeter an X-Bogen auf Boden ist auf jeden Fall mutig. Schätze aber, wäre vielleicht mal zu ändern. So wie auch die Clanburg-Anfrage. Vielleicht mal Lalun-Anfrage. Aber ja, wie auch immer, du machst das schon. Queen hat inzwischen alle Heiler verloren, aber sie hat ja auch alles geholt, was sie holen musste. Wir gehen schon auf zweifache Geschwindigkeit. Das Ding hier ist so gut wie vorbei. Ja. Holen die Lager noch alle mit. Zack, zack. Und dann ist alles down. Ja, gut gemacht, wie gesagt, vom Hannes. Schöner Angriff hier auf die Nummer 3. Und das 10 versus 10 Triple. Und damit gucken wir uns das Kriegsergebnis an. Eine Niederlage für Team Blue. 69 zu 71. Sehr, sehr knapp. Sehr guter Krieg gewesen, offensichtlich. Team Blue verliert mit 2 Sternen gegen Nordic Company. Sehr schön gemacht von Nordic Company. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg und viel Glück, Team Blue, in der nächsten Woche. So, und als letzten Krieg für dieses Recap haben wir die Saubazis gegen Unfehlbar. Und wir fangen mal an mit dem Dani, der Chemri Returns angreift. Und zwar mit einem, ja, interessanten Angriff auf jeden Fall. Viele verschiedene Truppen. Wir haben einen Queen Walk, wir haben drei Drachen, wir haben 11 Hawks. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, sag ich mal. Sieht aus, als wenn oben ein schöner Funnel erzeugt wird für die Drachen zum Queen Kill. Queen soll, also die offensive Queen natürlich, soll irgendwie hier Richtung 6 Uhr laufen, offensichtlich, und die Magiertürme holen. Ein X-Bogen mindestens wird vermutlich irgendwo dann hier so reingebrochen, würde ich mal tippen, um den zweiten, dritten Magierturm zu holen. Schauen wir mal. Queen Kill ist jedenfalls easy. Die Drachen haben die Queen einfach dort rausgenommen. Jetzt ist natürlich so, dass die Air Defenses hier und hier relativ bald schon ins Spiel kommen. Also ich weiß nicht, 60 Truppenplätze für einen Queen Kill und ein bisschen Trash Buildings da oben. Puh, ist relativ teuer, würde ich so aus dem ersten Gefühl heraus sagen. Aber schauen wir mal, was die Drachen noch so erledigt kriegen. Vielleicht holen die irgendwie noch viel mehr, was ich jetzt gerade einfach noch nicht sehe. Der Sweeper macht auf jeden Fall ordentlich dort Arbeit, aber ich denke, nach dem Labor, nach der Zauberspruchfabrik, werden die jetzt getargetet werden, einfach von den Air Defense, und dann sind die halt relativ schnell down. Naja, die Queen, die Heiler der Queen werden leider auch schon getargetet. Die Queen macht ihren Weg nach unten. Ansonsten wird es Zeit, dass sie die Heiler mal aus der Range rauszieht von der Air Defense. Da kommt der Tankriese, Mauerbrecher. Mauer ist offen, genauso wie ich das getippt habe, da unten an der Stelle. Ja, Queen holt den Tesla und wird dann um die Ecke rum gehen. Jetzt sind die Hawks am Start. Er hat fünf, wie viel hat er gesetzt? Die Clanburg und dann noch fünf weitere. Die anderen hält er noch in der Tasche. Die setzt er jetzt. Okay, alles klar. Zwei Healspells noch für die Hawks. Die Hawks werden also den Rest der Base hier holen. Er hat noch den King am Start. Der wird er, ja, wie wird er den benutzen? Backend zum Tanken oder was? Bin ich mal gespannt auf jeden Fall, wie er das macht. Ja, also erstmal. Drei Drachen für einen Queen Kill und dann den King Backhand zum Tanken. Nicht schlecht, cooler Plan, Dani, auf jeden Fall. Zweite Healspell auch perfekt gesetzt. Durch den Magierturm und die Kanone durch. King tankt jetzt beide Bogentürme, also gar kein Problem. Die Heiler sind zwar gestorben, aber trotzdem easy Triple für den Dani, sehr gut gemacht, die ganze Geschichte. Und ja, das war's für Chamory Space. Hat sie absolut gesmashed, die Clanburg. Ist das letzte Gebäude, was fällt in der Mitte der Base. Immer so ein bisschen. Moment, wo man so denkt, oh, kriegen sie es noch, aber offensichtlich Zeit. Kein Problem für diesen Angriff. Und auf der anderen Seite haben wir ein 10 versus 11. Ja, in den Saubazis sind wir ja gerne mal so ein bisschen am Struggeln mit dem 10 versus 11, aber den hier hat der Jonas, aka Grab My Beer Belly, fresh geholt. Also sehr gut gemacht von ihm. 10 versus 11, so wichtig. Wenn 10 versus 11 gut ist, ist das sehr gut fürs Team. Wenn es schlecht ist, dann ist es einfach nur belastend. Ja, zwei Luckys jedenfalls, drei Luckys in der Lage, hier direkt Prozente zu holen in der neuen U-Ecke. Der Haste-Spell hat den Bogiturm rausgenommen. Haste-Spell und Loons natürlich, Haste-Spell nicht alleine. Und dann haben wir einen Queen-Kill
Walk. Der Jonas, der walkt, glaube ich, auch ganz gerne, habe ich so den Eindruck jedenfalls. Sehe viele Angriffe von ihm gefühlt mit Queen Walk. Aber ist ja auch eine coole Taktik. Zwei Magier für den Funnel, damit die Queen safe nach unten geht. Das ist der Plan, denke ich mal. Ich war jetzt hier in diesem Krieg übrigens nicht involviert, also keine Ahnung, was die Jungs geplant haben und warum. Aber ja, der Queen Walk sieht auf jeden Fall bisher so aus, als wenn er Richtung 3 Uhr gehen soll. Und das sieht auch so aus, als wenn die ganze Geschichte funktioniert. Von daher alles gut. Rote Bombe auf die Heiler, kein Problem. Nächste Wutzauber, da sehr, sehr viel DPS jetzt auf der Queen ist. 2 X-Bögen und ein Bogenturm. Magierturm auch noch kurzfristig. Queen auch noch, wäre ein bisschen too much, deswegen muss er zünden. 45, 55, 40 Helden hier bei Nishi. Also maxed out der Rathaus 11er. Die Rathaus 11er Helden hier. Von daher, ja, da kann man schon mal zünden oder muss man zünden. Mauerbrecher in der 3-Uhr-Ecke und dahinter King Bowler. Ein Golem, wir haben einen Golem, der ist schon geplatzt inzwischen, aber ja, sieht trotzdem gut aus. Der Funnel ist sehr, sehr schön. Funnel ist, ja, erlaubt den Bowlern gleich direkt Richtung Rathaus zu gehen. Der Freeze ist ein bisschen fragwürdig, denke ich, weil er hätte den Magierturm eher freezen sollen, aber gut. Es wurden ja zwei easy, also von daher alles gut. Bowler sind jetzt halt an der Clanburg und dann als nächstes am Rathaus, wenn er alle einmal draufwerfen. Und die Queen schießt auch noch aufs Rathaus. Easy, Two-Star, sehr, sehr gut gemacht vom Jonas. Sehr gute Ausführung, gut konzentriert, sehr clean. Und ja, das ist der Two-Star. Adler hat die Queen nochmal ins Target genommen, aber danach macht die Queen den Adler platt. Adler ist down, die Queen holt noch, ja, nichts mehr. Und das sind 57% Two-Star. Kriegsergebnis, ihr seht schon 56, 56 geteilt, was Sterne angeht, aber Bazi ist mit 3% mehr, oder fast mehr, gar nicht, 2,1%, 2,2% mehr Zerstörung insgesamt. Also sehr, sehr knappe Kiste hier. Cooler Krieg gewesen von den von Unfehlbar gegen die Sau-Bazis. Und ja, auch ein würdiges Ende für das Recap dieser Woche. Ich hoffe, euch hat es gefallen beim Zuschauen. Wie gesagt, alles spontan. Ich musste improvisieren, weil ich einspringen musste. Und ja, das war's fürs Video. Das war's für die GML Recaps der Woche 2. Es wird natürlich von mir noch wieder das Standings-Video geben und da auch kleine Spoiler-Alert gibt es jetzt auch dann immer den besten Angriff der Woche. Werde das in das Ergebnisse-Video, in das, ich werde es nennen, GML Kompakt, glaube ich. In dieses Video werde ich noch den besten Angriff der Woche reinpacken, damit wir einfach auch da ein bisschen Gameplay haben. Das Video wird so, denke ich, circa 6-7 Minuten lang sein. Und ja, das kommt auch dann bald. Hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss und bis dann.